Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Was für ein herrlicher Tag. Die Sonne scheint, die Sonne lacht und wir freuen uns auf ein großes Fußballspiel. Die äußeren Bedingungen sind perfekt. Der Rasen ist ideal, ist nochmal frisch gemäht worden am gestrigen Tag. Sieht super aus, also die beiden Rivaldo! Gut aufgepasst. Ein Alleingang. Ein Lupfer, ja warum denn nicht? Erstmal Entlastung, erstmal. Ball ist draußen, Einwurf. Christian Eriksen. Rivaldo. Der Ball kommt gefährlich zu. Und er ist in der Luft. Gutes Timing, gute Position, schlechte Umsetzung. Dortmund auf der Außenbahn offensichtlich anfällig. Deswegen kann es so gehen. Das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Alex Telles. Rivaldo. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Was für ein dicker Klotz! Gut gehalten. Cristiano Ronaldo mit der Chance. Einfach mal Langholz. Und die Kontergelegenheit. Gökhan Gönül. Der FC Barcelona macht schon sehr früh Druck. Zwischenfazit nach dieser Anfangsphase. Eine Mannschaft will, die andere nicht. Der geht weit. Christian Eriksen. Messi. Und der Pass, das wird Lukaku. Der könnte durchkommen. Christian Eriksen. Schönes Ding. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Da ist die Möglichkeit. Oh, die stehen da hinten aber mit sehr viel Gottvertrauen. Bei ruhendem Ball wird er erstmal richtig gefährlich. Sie müssen jetzt ganz nah am Gegenspieler sein. Joel Feldmann. Mit dem Klärungsversuch. Und wieder zurück ins Zentrum. Messi. Lionel Messi mit der Flanke. Und sofort entschärft. Aus der Gefahrenzone. Rivaldo, die Möglichkeit. Flanke von Tejes. Tor für den FC Barcelona. Das war das erste Tor dieser Partie. So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Von seiner Kategorie gibt es nicht viele. Er ist eng gedeckt, aber wie er seinen Körper da einsetzt, das ist eine Augenweide. So ein Tor machen wenige. Und damit steht's 1-0. Damit dürfte sich das Spiel von jetzt an etwas spannender gestalten. Da ist der lange Pass, aber der wird nicht ankommen. Havertz. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. Und hier steht's 1-0. Ab in die Spitze. Lukaku. Und die Abseitsfalle schnappt zu.
Ja, das gibt Freistoß. Lukaku mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Und das Ding abgefangen. Die Chance, das muss es sein. Und ab die wilde Fahrt. Wieder dazwischen gegangen. Lukaku. Gökhan Gönül. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Havertz. Lukaku mit der Chance. Das ist die Möglichkeit. Exzellente Parade. Havertz hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen. Aber denkste. Er bringt ihn rein. Er bringt ihn. Einfach mal rausgedonnert. Und nun ab in die Kabinen. Der Favorit führt zur Pause und wir dürfen gespannt sein, ob er das hier in der zweiten Halbzeit locker runterspielt. Es steht 1:0 und wir hoffen, dass da noch ein bisschen was kommt in Durchgang 2. Hälfte 2 läuft schon. Sie wären ganz schlecht beraten, sich zu sagen, wir liegen vorne und das wollen wir jetzt verteidigen. Das ist auch gar nicht Ihr Spiel. Sie müssen weiter attackieren. Christian Eriksen. Er versucht's alleine. Gut gelöst, die Situation. Und wieder Endstation. Lukaku macht das Spiel gut breit. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Lionel Messi per Kopf. So ein bisschen fehlt ihm das richtige Timing hier. Die Flanke war gut, die potenziellen Abnehmer standen bereit, aber sie haben ihn nicht reingemacht. So, jetzt wird wohl gewechselt. Sie bringen Ihren Tempodribbler, eine durchaus sinnvolle Zusatzoption in dieser Situation für Steve. Cristiano Ronaldo. Ab auf die linke Seite. Bekommt er den? Er trifft sensationell. Das ist ein klasse Treffer. Und jetzt ziehen sie davon und tschüss. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Und damit steht fest, Doppelpacker. Jetzt schon ein einigermaßen bequemes Polster. Sie haben durch das zweite Tor zusätzlich an Dominanz und Selbstvertrauen gewonnen. Jetzt müssen Sie das Ding nur noch nach Hause fahren, indem Sie entweder einen Treffer nachschieben oder hinten dicht machen. Bin gespannt, für welche Strategie Sie sich entscheiden. Rüber nach rechts. Alex Telles antizipiert einfach gut, geht geschickt dazwischen und dementsprechend kann der Gegner gar nicht erst sein eigenes Spiel aufziehen. Gefährlich, wenn er den kriegt.
Sie setzen hier auf klare Zuteilung. Rivaldo! Ja, da pocht das Herz tief in der Hose. Den Ball hat er klasse erobert. Die gegnerische Abwehr allerdings, die hat es ihm auch ganz schön leicht gemacht. Nichtsdestotrotz eine schöne Aktion. Gleich noch einmal frisches Personal. Lang und weit gespielt. Sauber getimter Pass. Und noch ein Tor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das noch mal nehmen lassen. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Alles, aber wirklich alles gelingt ihm heute. Er macht seine Tore fast nach Belieben. Ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Das ist definitiv ein offensiver Wechsel, der Sinn macht. Damit also steht es 3:0. Sie sind jetzt in einem richtigen Flow und ich glaube, der Trainer wäre gut beraten, Ihnen zu sagen, jetzt weitermachen, immer weitermachen. Der Keeper greift mit ein. Und nun Bebeto. Zuma ist körperlich einfach unterlegen. Kimpembe. Das ist klar erkennbar, dass die richtig Respekt haben vor den schnellen Kontern des Gegners. Und deswegen bleiben die also schön brav weg. Ja, da läufst du nicht Gefahr, so schnell überrannt zu werden. Da läufst du nicht Gefahr, mit einer Körpertäuschung aus dem Spiel genommen zu werden. Da bist du zwar selten am Ball, aber du hast trotzdem mehr Kontrolle über das Spiel und den Gegner. Lukaku. Spielverlagerung auf die linke Seite. Er probiert es mal mit dem Heber. Er geht auf Nummer sicher. Pires hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Auf den langen Pfosten gezogen. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Ball zu Robert Pires. Und vorbei. Schlauer Pass. Schießt ihn aufs Tor. Er schießt zwar, aber ohne Erfolg. Erst macht er alles richtig, er erarbeitet sich diese Chance und dann vergibt er sie fahrlässig hochziehen. Langer Pass. Der FC Barcelona ist direkt wieder im Ballbesitz. Da verheddert er sich. Messi. Er ist vorbei. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was für ein Getümmel. Ich bin mir ziemlich sicher, da gab es einfach kein Durchkommen. Ramsey. Pires! Gute Parade.
Der muss sitzen und ein Schuss. Das hätte der vierte Treffer sein müssen. Hier ist ein Pass. Da sollte der Pass hin. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gewandt. Zuma. Es geht über die rechte Seite. Hilzeiter wird hier klar gefault. Joel Feldmann. Ende der Schlusspfiff ertönt. Heute hat man dem Gegner gezeigt, wer Herr im Haus ist. Am Ende war es ein wahres Schützenfest. Hansi, ich bin gespannt auf deine Zusammenfassung. Ich bin mir ziemlich sicher, der Trainer wird nicht nur wegen des Ergebnisses zufrieden sein mit dieser Partie, sondern auch wegen dem, was die Mannschaft in der Defensive heute abgeliefert hat.